100 Spieler haben 48 Stunden Zeit, etwas zu bauen, was die Jury überzeugt. Aber sie starten komplett ohne Items im Survival in einer neuen Welt. Denn das Einzige, was sie wirklich haben, ist sich selbst. Oder doch nicht? Denn es ist erlaubt, dass sich Freundschaften oder Clans bilden. Sie können direkt zusammenarbeiten oder auch einfach nur handeln. Da sie sich aber selbst alles erfahren müssen, haben Woody und ich den Leuten das Ganze nicht so leicht gemacht. Und sie natürlich ein wenig getrollt. Aber jetzt seht selbst. Okay, Ripex, wenn hier ein goldener Apfel drin ist, giftig die 10 Subs. Oh, warte mal, hier ist... Warte mal, was? 10 Subs? Das nimmt... Oh, okay. Ja, aber Kaiko nimmt sich das Ganze hier. Der ist ja auch am Start. Nee, der andere klaut. Die können sich ja noch nicht PvP'en. Das heißt, der andere hat ihn auch noch ein bisschen was geklaut. Was glaubst du, was die Leute bauen in den 48 Stunden, Wooly? Also es wird auch Leute geben, die so reintrollen. Aber es wird auch Leute geben, die richtig krasse Sachen wie ich zum Beispiel bauen. Ich glaube, das bei dir gehört eher zum Reintrollen. Weißt du, was mit den Leuten passiert? Was passiert mit den Leuten? Genau. Oha. Das. Getrollt wird nämlich nicht. Aber ich habe eine Idee. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Rätsel, okay? Wir machen so einen richtigen OP-Stuff irgendwo. Wohin, womit die richtig gut starten können und die müssen die suchen. Das ist schon sehr OP, oder? Also, alleine wie viele Diamanten sind. Du kannst dir instant eine Rüstung machen. Du kannst dir instant Schwerter machen. Ich hab eine sehr gute Idee. Warte, Ripex. Ja. Und zwar können wir hier einfach Observer drunter packen. Oh nein, oh nein. Ich glaube, ich weiß, was er vorhat. Ihr sind ganz legitime Diamanten. Das könnt ihr ganz einfach abbauen hier. Ja? Officer Iron hat's gefunden. Lol. Oha. Officer Iron hat's tatsächlich gefunden. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, welche Blöcke kann man überhaupt... Warte mal. Hat der ein Eisen? Ist das... Nee, warte mal. Nee, ist das... Digga, was... Jo. Okay, das ist ja Next Level. Ey, guck mal hier. Da ist eine Eisenspitzhacke. Hä, hey, was? Du gibst dir jetzt einfach eine Eisenspitzhacke? Ja, er war der Erste hier. Ja, okay. Ist okay. Gib ihm halt einfach die Eisenspitzhacke. Ist okay. Kann man nicht irgendwie Creeper spawnen, die so eine hundertfache Sprengkraft haben? Safe, ja, klar. Such den Befehl raus. Aber ich hab's übrigens rausgefunden. Okay, ich will nicht wissen, wie... Oh nein! Er hat's herausgefunden. Nicer, besserer Creeper, Woody. Woody wird der Minecraft-Profi am Start. Guter Creeper. Ich finde den Befehl nicht mehr, by the way, für den Creeper. Oh komm, Woody, das ist doch nicht so schwer. Drei Sekunden googeln, Woody. Also wenn das jetzt nicht geht, ist ein bisschen wack, aber... Ja, hier, da. Drei Sekunden googeln war das, Woody. Hier baut jemand schon tatsächlich wirklich was. Also wir sind 10 Minuten... Nee, okay, wir sind 15 Minuten jetzt ungefähr drin. Naja, gut, wirklich was ist das noch nicht. Das ist einfach ein Baum. Es ist ein Baum, aber es ist das erste Deko-Element. Nachher will er das gar nicht. Nachher muss er die wieder abreißen. Super, Woody. Digga, hast du schon mal mit World Edit gearbeitet? Was ist das denn? Ja, ich kann es doch einen höher machen. Chill doch. Ja, aber mach doch normale... Also Woody, erstmal nicht den Befehl gefunden. Jetzt kann er hier nicht mit World Edit umgehen. Ups. Ja, super. Na, er hat ja noch ein paar mehr Rosen. Jetzt sind 3 Leute sogar hier. Bauen die zusammen vielleicht? Und da seht ihr, das erste Team ist gegründet. Aber wartet ab, es ist nicht das letzte. Es werden weitere Teams gegründet, die noch unglaubliche Bauwerke hervorbringen. Einige haben auch Hierarchien gegründet. Beispielsweise die Erbauer und die Farmer. Aber schauen wir erstmal weiter, was mit diesem Team passiert. Weil die teilen auf jeden Fall die Sachen hier. Wir machen einen kleinen... Oh mein Gott. Also du hast nicht drauf geklickt, oder? Du hast nicht drauf geklickt. Nein, ich habe nicht drauf geklickt. Warum hat er eine Karte? Der hat schon eine Karte. Okay, sehr crazy. Joe Biden. Ah, Joe Biden hat selber drauf geklickt. Oh mein Gott. Das war Joe Biden. Ja, save einen aus deiner Community. Das war Missklick, schreibt er. Ja, das war Missklick. Hier ist ein Creeper. Oh, wo kommt der her? Oh nein, das ist der Riesen... Oh mein... Und sie sieht's nicht. Sie baut einfach immer noch... Okay. Ja, gut. Ich dachte, ja. Man hätte auch wegrennen können, stimmt. Man hätte auch einfach wegrennen können. Das war legit. Warum ist hier eine Blaze in der Overworld? Kannst du mir das verraten? Digga, die hast so safe du gespawnt. Ah, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, ohne Rüstung gegen die zu kämpfen. Ich glaube, ich würde wirklich lieber weggehen. Ja. Das war's auch für ihn. Gegen einen Wizard kämpft man nicht. Gegen einen Blaze kämpft man nicht ohne Rüstung. Zumindest nicht komplett ohne. Nee, bin ich dumm. Digga, du wirst gerade von dem Spieler getrollt. Der Spieler trollt dich, Woody. Du trollst. Digga, du wolltest eigentlich Spieler trollen, aber er trollt dich einfach. Also was wird das? Ah, okay, er will. Ja, gut, aber damit kriegst du ja keinen Spieler hier tot. Ah, ich habe ihn fast doch gekriegt. Ja. Ein bisschen habe ich ihn bekommen. Ich sub bei dir rein, wenn du ihn in den nächsten 10 Sekunden. Ich bin kein Affiliate. Okay, Christian, dann vergiss es. Ich wollte eigentlich, okay, dann machen wir es trotzdem so. Bring ihn in 10 Sekunden um. Okay. Ohne Slash Kill. 9, 8, 7, 6, okay, probieren sie aus. 5, 4, ja, okay, 3, Mann. Krass, 2, 1. Ja, du wurdest outplayed von ihm. Okay, wer glaubt, er kann den Warden besiegen? Okay, er glaubt, er besiegt. Das wird doch so niemals was. Er steht in 5,
4, 3, ja, sogar vor den... Also, das war der schlechteste Versuch, den Warden zu besiegen, glaube ich, den ich jemals gesehen habe. Brainiac will einen Creeper bekämpfen, der ist sehr gut ausgerüstet. Der will einen Creeper bekämpfen? Ja, der will einen Creeper bekämpfen, glaube ich. Guck mal, hier ist ein Creeper. Ja, fühle ich. Vor allem, ich... Er hat Schaden bekommen. Warum hat er nicht so viel Schaden bekommen? Warum ist er nicht gestorben? Er hat geblockt. Aber hier ist noch ein Creeper. Achso, dann bekommt man... Ja, okay, das hat gereicht. Okay, das hat dann jetzt auch gereicht. Junge, deinetwegen ist mein halber Stuff weg. Ja, du wolltest doch gegen Creeper kämpfen. Hat er nie gesagt, bei Super Ärzte gesagt. Ach so. Ich hab ihn einfach nur... Ja. Ich hab einfach nur gesagt, er will gegen den Creeper kämpfen. Ich dachte, er hat's gesagt, irgendwie Chat geschrieben Nein. Es sind 24 Stunden vergangen. Es hat sich einiges auf dem Server getan. Es haben sich neue Teams gegründet und die ersten Bauwerke sind so richtig entstanden. Und danke nochmal an Woody, dass er hier mitgemacht hat, aber auch danke an Platin, durch den ich diese Idee hier wieder neu für mich entdeckt habe. Und jetzt schauen wir dort rein. Was ist das denn hier hinten? Das ist ja komplett geisteskrank. Kalko, Hobbit, Official und Stats Toggle haben sich anscheinend hier in einem Clan verbündet und haben jetzt das Ganze hier gebaut. Okay, das ist sehr, sehr crazy. In 24 Stunden, ihr müsst bedenken, die haben das Ganze erfarmt, haben es gebaut und haben sich auch noch verbündet. Ich finde das so ultra cool. Hier ist keine Inneneinrichtung. Das ist natürlich noch nicht so gut, aber wir haben noch weitere 24 Stunden. Das hier ist Asia-Style auf jeden Fall. Fällt mir eigentlich auch ganz gut. Was haben wir hier drin? Alles noch nicht eingerichtet, aber das wird, glaube ich, sehr, sehr eng in 24 Stunden, das Ganze hier noch cool einzurichten. Ist das hier Joe Biden, der das gebaut hat? Den haben wir am Anfang auch ziemlich viel mit drin gehabt. Ihr werdet es wahrscheinlich gesehen haben hier im Video. Ja, der hat tatsächlich auch ein Teammate. Marlu 1 ist sein Mate. Okay, finde ich auch sehr, sehr cool, dass die Leute sich hier zusammengeschlossen haben. Wenn ihr auch mitmachen wollt, dann joint auf Briefer Games. Abonniert auf jeden Fall auch den Channel hier, dass ihr das immer mitbekommt, wenn ich das Ganze hier starte, dass ihr mitmachen könnt und dann auch bei so coolen Community-Projekten mit dabei sein könnt. Was ist das hier? Okay, das ist ein sehr, sehr cooles kleines Haus hier, glaube ich. Hier ein goldener Apfel, auch sehr cool etabliert. Aber was würdet ihr bauen? Nach 24 Stunden, schreibt es mal in die Kommentare rein. Was wäre euer Ziel in... Er ist gerade in diesem Moment hier gestorben. Warte mal, wir machen mal ganz schnell was. Wenn er nicht schnell genug ist, er rennt hier gerade hoch. Warte. Redstone. Wir geben ihm eine Fähre. Es wurde removed von Entity Remover. Oh mein Gott, der Arme. Was können wir ihm geben? Was hattest du? Droppy Drake. Ich will, dass du weiterbaust. Das soll wahrscheinlich irgendwie so eine Kathedrale oder irgendwie sowas werden. Eine Burg oder so. Eine Burg wäre richtig geil. So Dia-Spitzhacke, dass du wieder neu farmen kannst. Hartman Burg. Das würde ich sagen, kriegst du mal ganz... Obwohl, nicht so OP. Bräuchte eigentlich nur eine Siederde und Stein. Na gut, er wird einfach nur damit bauen. Und dann, hier, viel Spaß damit. Hier haben wir wieder ein kleines... Ja, okay, bra. Hier ist keine Inneneinrichtung. Das würde bis jetzt auf jeden Fall, glaube ich, der Jury nicht so gut gefallen. Okay, der hier hat mehr Farm gebaut als ein Haus. Also, wenn er das nicht noch ändert, dann wird das auf jeden Fall nichts mit dem gewinnen. Aber vielleicht hat er auch gar keine Lust auf 20 Millionen Dollar. Oh mein Gott, okay. Was ist das denn hier? Ich glaube, das ist bis jetzt mein Favorite. Hier möchte ich noch nicht so viel vorwegnehmen. Also, bleibt gespannt. Aber was ihr gleich sehen werdet, ist wirklich unglaublich. Hä? Warte mal, sind das... Das sind Spawner, hä? Wie hat der denn Spawner jetzt hier drauf bekommen? Also wir haben da hinten ein Netherportal, aber Spawner, wie hast du... Wie hat der die abgebaut? Das muss ja einer meiner Admins hier gewesen sein. Es gibt nämlich Admins hier auf dem Server, die kontrollieren sollen, ob die Leute cheaten bei dem Event. Aber das kann ja... Da ist er. Da ist er doch. Das ist hier einer meiner Admins. Aber das gehört doch gar nicht ihm. Wurde der Enderdrache besiegt? Das müssen wir mal ganz schnell checken. Ja, wurde er... Er wurde wirklich nach 24 Stunden auch einfach besiegt und die haben sich ja alles geholt. Oh mein Gott, der hat dann tatsächlich in 24 Stunden direkt ins End gerannt. Er hat direkt hier den Drachen getötet. Das hätte ich nicht gedacht. Wie ihr gesehen habt, hat sich nach 24 Stunden schon einiges getan. Die Teams haben sich gebildet und finalisiert. Das meiste wurde schon gefarmt und auch errichtet. Aber es war noch nicht alles fertig. Denn sie hatten ja noch 24 weitere Stunden. Und Wooly ist jetzt auch wieder mit dabei. Aber kommen wir jetzt zum Finale und zu den Bewertungen. Das sieht schon krass aus. Wir sind 48 Stunden später. Die Burg ist fertig und ich bin gespannt, ob er... Das ist ultra krass. Sogar mit Inneneinrichtung. Das war der Typ, der tatsächlich den Ender Dragon getötet hat. Hat sich eine Elytra geholt, hat den Drachenkopf bekommen. Das hat er alles... haben wir ihm nicht gegeben oder so. Das haben wir nicht gegeben. Er hat alles hier legit in 48 Stunden erfarmt. Das ist geisteskrank. Was würdest du vorerst an Punkten geben, ohne das andere zu kennen? Von wie vielen Punkten? Von 10. Also wir machen immer von 0 bis 10. Also ich würde dem auf jeden Fall eine... Also wenn du sagst, dass es noch was Krasseres gibt, würde ich dem auf jeden Fall eine 9 von 10 geben. 9 von 10. Ich gebe den 8. 7,5 von 10. Oha, er macht mit Komma. Also 17,5 Punkte hat das GS bis jetzt. Was ist das denn hier? Was hat die Person denn hier gebaut? Einfach ein riesiger Panda. Jo, das sieht ja ultra krass aus. Das sieht wirklich... Ey, hier steht sogar Pandas. Hätte ich nicht erkannt, wenn es hier nicht steht, Spaß. Oh mein Gott. Aber eigentlich ganz cool gemacht mit diesem, dass er da so draufsteht, auf so einem Podest oder so. Sehr, sehr cool. Hier vorne ist... Oh, die Schrift ist cool gemacht. Ja, die Schrift ist auch cool, aber er ist, glaube ich, noch nicht ganz fertig geworden, oder sie, glaube ich. Aber ich finde die Idee ganz cool. Ich glaube, es ist vielleicht nicht das Beste, aber die Idee finde ich cool und deswegen gebe ich hier auch 8,5 Punkte. Ich finde
Das ist eine solide 9 auch. Nochmal 17,5 Punkte. okay. Lass mal das hier angucken, weil das sieht jetzt von außen nicht so heftig aus. Obwohl, also außen drum sieht es halt nicht heftig aus. Innen drin das sieht aber cool sein. Aus. Guck mal, das sind so Einzelheiten mit diesem Itemframe. Auch mit dem Scaffholdings, die da so quasi als Gerüst noch dran sind. Ich glaube, das ist sogar extra. In der Richtung ist auch krass. Ja, in der Richtung ist schon sehr, sehr krass. Warum haben die Rüstungsständer keine Rüstung drauf? Ja, hier auch. Die Frames haben keine Sachen drin. Ich glaube, er hatte nicht genug Zeit oder so mehr. Ah, das haben die auch im Survivor. Also, die haben sich die Materialien ja auch erfarmt. Die hatten ja kein Creative. Hast du am Anfang ja auch gesehen. Bulli war wieder ein bisschen lost hier. Ja, er hat das vor 2 Tagen schon wieder vergessen. Ja, stimmt. Ich glaube schon, zumindest irgendwie so ein Schmelzofen. Schon, ne? Ja. Finde ich ganz cool. Ich würde aber sagen, es bekommt 8 Punkte, weil er nicht ganz fertig ist. Ja, ich gebe dem eine 7, weil die anderen sind schon krasser als das hier. Das heißt, wir haben 15 Punkte, oder? Ja. Das hier ist aber dann auch schon wieder nochmal krasser. Das ist nochmal viel krasser. Junge, das ist ultra krass. Und jetzt hat sich auch nochmal geupgradet zu letztem Mal. Also, letztes Mal war hier schon was da. Also, aber jetzt ist hier auch nochmal wieder so eine Ecke zum Lesen. Dann ist hier so ein Teppich ausgebreitet. Hier auch noch ein Bild an der Wand. Das sieht schon nochmal crazy aus als gestern. Ich habe da gerade gar keine Worte für. Du musst dir vorstellen, dass du bist in die Farmwelt gegangen, ja? Du bist in die Farmwelt gegangen und hast dir das erfarmt. Warte mal, ich habe gerade noch was gesehen, Wooly. Das ist krank. Hier gibt es noch irgendwie so ein Secret oder so. Guck mal hier unten. Wie kommt man da rein? Das soll halt einfach nur so eine Verbindung sein. Ja, aber der ganze Boden ist hier noch quasi eingebaut. Das ist ja crazy. Ultra vor allen Dingen auch hier wie detailreich das hier gebaut wurde, hier unten einfach. Hier ist doch safe was hinter. Hinter diesen Bildern ist doch irgendwo ein Secret, oder? Aber lass mal Game of 3 gucken. Ich glaube, sonst finden wir das nicht. Aber nee, weitere Secrets gibt's hier nicht. Ich gebe hier sogar 9 Punkte. Das gibt mehr Punkte als gerade. Ich gebe 10. Also, du hast noch. Okay, es ist auf jeden Fall damit in der Top 3. Vielleicht kommen gleich noch krassere GS. Das heißt, du gibst 10 Punkte. Das heißt, 19 Punkte ist aktuell auf Platz 1. 19 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Das war letztes Mal auch noch nicht ganz fertig, aber glaube ich nicht ganz so krass. Es ist Asia-Style. Er hat sogar einen. Wie hat er das auf Grundstück bekommen? Das kriege ich selber nicht mal auf das Grundstück drauf. Vielleicht hat er das auf seiner Schulter gehabt, weißt du? Du kannst die Dinger ja auf deine Schulter nehmen. Stimmt. Vielleicht hat er da irgendwie was rumgebackt. Finde ich aber auf jeden Fall ganz cool. Es hat halt wenig. Oh, hier geht's runter. Ja, das habe ich gerade. Das ist das Kistenlager von gerade. Ey, hier hätte man so ein fettes Secret hintermachen können. Ja, da hätte man noch was machen können. Aber meiner Meinung nach nur 8 Punkte. Ja, bei mir auch tatsächlich. Okay, 16 Punkte dann hier am Start. Jetzt kommen wir zu etwas sehr, sehr Großem. Vor allen Dingen, du musst bedenken, dass diese Blöcke hier, glaube ich, auch noch mal mindestens, weil wann das dauert, muss das nicht schmelzen? Wie viele Dias? Dias auch. Diese Blöcke muss man ja, glaube ich, schmelzen, oder? Mit Cobblestone, oder muss man die verkraften oder so? Das ist auf jeden Fall mehr. Muss man das machen. Oh, Woody, hier gibt es tatsächlich irgendwie. Was wolltest du? Okay, ich hab eine Inneneinrichtung. Hier gibt es eine Inneneinrichtung auf jeden Fall. Hier sind so ein paar Betten und so. Das ist eigentlich auch ganz cool. Warte mal, hier geht's rein. Wo? Ja, nee, okay, hier geht's doch nicht rein. Hier geht's nur nach außen. Also die Inneneinrichtung ist auf jeden Fall nicht so krass gemacht. Ist halt so basic. Ja. Komm mal her. Oh, komm mal. Echt? Okay, warte. Oh, tatsächlich. Ja. Information, der Bauer, Hobbit. Das ist von Herr der Ringe. Lol, okay. Ich habe Herr der Ringe selber nicht gesehen, aber finde ich sehr, 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 sehr cool. Und die haben sich ja hier auch zusammengetan. Farmer. Die haben sich zusammengetan. Hier Kalgo, Hobbit Official und Stats Toggle. Sehr, sehr cool. Ich gebe aber auch nur eine 9 erstmal. Ja, ich auch. Okay, also 18 Punkte. Ja, 18 Punkte auch entspannt. Das hier sieht cool aus. Das mit dem Schrägdach hier. Das mit dem Schrägdach sieht sehr, sehr cool aus. Und auch mit den Fackeln hier unten. Guck mal. Warte, ich habe hier keinen Shader leider, aber es würde safe cool aussehen. Ja, das sieht echt cool aus. Ah, hier ist Secret. Das bekommt schon mal einen extra Punkt. Secret? Hier hinterm Bild. Okay. Da war auch noch keins. Das habe ich ihm gesagt, er soll das bauen. In Nether! Oh, er hat das Nether gebaut. Oh mein Gott, da musste er sogar dann noch im Nether fahren. Oh, er hat sogar Nether. Warte, was? Er hat Ancient Debris hier reingebaut. Das ist krass. Okay, ja, das sieht wirklich krass. Realtalk, hier ist noch mehr. Hier ist eine Amethystenhöhle. Guck mal. Okay, lol. Okay, das ist echt cool. Ey, ich wollte gerade sagen, das ist doch safe im Creative gebaut. Aber es ist einfach gefahren. Nein, das ist gefahren. Das ist alles gefahren. Das ist krass. Vor allem die ganze gar nicht mal so wenig gefahren. What the hell? Hier ist noch ein Ancient Antikverschrott-Dings. Und hier auch. 3, 4, 5. 5 sehe ich gerade. 5 Ancient Debris hat er gefarmt und dann hier hingepackt. Was ist das denn? Hä? War das ein Secret? War das ein Secret im Secret? Guck mal in die
Truhe hier rein. Jo. Oh mein Gott. Was? Alter, was hat, also hat der, der hat 48 Stunden gespielt, der hat nicht geschlafen, Digga. Der hat safe nicht geschlafen. Das ist krank. Dieser Raum ist komplett, unnormal. Der Beacon, den hat er gewonnen gehabt bei uns, aber den hätte er wahrscheinlich auch noch getötet, wenn, den Wizard, wenn er das irgendwie nicht gebraucht hätte. Das ist crazy. Inneneinrichtung ist auch cool. In Kombination außen, gut, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Vegetation oder was auch immer machen können. Ich finde auch cool, dass er die Karottenfarm nicht einfach so gebaut hat, sondern da so coole Sachen, so coole Deko-Elemente drum gebaut hat. Und auch zwischen den Blumen hier. Okay, Rybex. Ja. Okay, wir müssen es tun. Das Jump'n'Run hier. Oh, warte, nein. Oh, Woody, du bist so schlecht im Jump'n'Run. Du schaffst das niemals. Okay, aber ich glaube, das ist nicht... Bro. Bro. Nein. Also das ist... Also das sind Einblocksprünge, die du einfach einzeln immer nach vorne tippen musst. Ach so, das geht. Der hat Themenbereiche. Hast du das gesehen, dass das Inseln sind mit Themenbereichen? Ja, stimmt. Hier die Wüste, da ist das normale. Hier ist sogar Nether. Ein kleiner Wüstentempel. Guck mal. Oh. Er hat so eine kleine Nether-Festung gebaut. Hier mit... Wow. Wir wollten ja noch zu dieser Farm gehen. Ich bin hier gerade hingegangen und tatsächlich hat er hier so ein ganz... Also gut, er hat es wahrscheinlich sogar wirklich ein bisschen als Farm benutzt, aber nicht als automatische Farm. Eigentlich ein bisschen schade. Nee, okay. Bisschen verschwendet. Aber er hat hier anscheinend gefarmt. Also... Guck mal hier an. Oh mein Gott, hier haben die wahrscheinlich dieses Deep Slate und so gefarmt. Also in der Mitte ist dritter Platz. Ja. Links ist zweiter und rechts erster. Ja, aktuell, ja. Also das mit erster Platz würde ich auf jeden Fall lassen. Ja, würde ich auch sagen. Damit hat dieses Grundstück auf jeden Fall gewonnen, Leute. Er bekommt 20 Millionen Dollar plus ein einmaliges Item auf dem größten Server Deutschlands. Also GG an dich. Danke, dass du mitgemacht hast. Also von außen finde ich, ist das andere besser. Aber von innen finde ich das hier besser. Das ist halt die Frage jetzt. Okay, ich würde sagen, ihr dürft jetzt entscheiden in den Kommentaren. Das, was am meisten kommentiert wird, der gewinnt. Und für den habe ich mir auch noch was Schönes auf Creeper Games einfallen lassen. Das werden wir uns dann anschauen. Dieses hier, das Herr-der-Ringe-Grundstück und das andere nenne ich das Hausgrundstück. Nur, dass ihr Bescheid wisst, für was ihr abstimmen müsst, wenn ihr sagt, das oder das ist besser. Und dann würde ich sagen, haut rein, macht beim nächsten Mal gerne mit. Lasst ein Like da und natürlich ein Abo, dass ihr nichts mehr verpasst. Ciao, ciao. Ciao, ciao.